Ich hab hier was, was du dir anhören solltest. Ja. Harley und Fred sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Ich wollte ja alle machen. Oh. Hey, Frank, wo warst du? Es kommen noch mehr von Jokers Männern her. Sie sind auf dem Weg zum Anfallseingang. Wir müssen verhindern, dass sie reinkommen. Schnell! Verdammt, komm schon, sicher in den Haupteingang! Wie viele sind es, Bose? Jetzt zum Teufel, weißt du was? Bose! Frank, was machst du da? Nein, leg das hin! Frank, was du voll willst! Quinn, es ist sicher! Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber! Du bist mir einer, Frankie. Ein Mädchen könnte sich in einen wie dich verlieben. Oh. Wenn ich mit der gemieteten Hilfskraft, mein Liebling, es kommen jede Minute noch mehr Wachen vorbei. Lass sie nicht entkommen. Keine Angst, Süßer. Du weißt, ich habe nur Augen für dich. Hast du das gehört, Beth? Sieht aus, als ob das mit Frankie gut kommt. Ein weiteres wertvolles Mitglied für die Organisation. Dem haben wir es gezeigt. Sie hatten keine Chance. Dieser Wächter hat ihm das Leben immer schwer gemacht. Nicht mehr. Ja, geschieht ihm recht. Machst du wirklich, was du gesagt hast? Ja, hier rauskommen, seine Familie finden und sie alle fertig machen. Das ist kaltblütig, Mann. Das gefällt mir. Wir kontrollieren ja alles. Niemand wird uns aufhalten. Er ist hier! Du wirst auf dem... Ist das alles, was du kannst? Weg! Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Bitte! Ich habe ein Kind! Sie müssen das... Richtig, ich muss es nicht. Ich will es aber. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn sich was bewegt, schießt. Jeder, der hier lang kommt. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist selbst ein Angriff. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Ist doch egal. Er steckt seine gefährliche Frakte hier rein. Ja, er ist schon so gut wie tot. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen! Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. Aber Joker! Mach's einfach und hab Spaß dabei. Ich hab ihn jedenfalls. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine Spitzenohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder? Ding, 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 dong. Die Anstalt von Arkham steht jetzt unter neuer Leitung. Jetzt kommt eine kleine Übersicht.
Fledermaus verkleidet hat, rennt durch die Anstalt. Ich war verrückt. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. Wisst ihr was? Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ihr Jungs habt etwas, was braucht, um die Fledermaus zu besiegen. Von wegen! Ja, gib uns Befehle und dann setz dich in einen kleinen, sicheren Raum, während wir mit Batman kämpfen, nett? Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Habe ich euch nie was darüber erzählt, wie ich mit Batman oben auf der Bibliothek von Gotham gekämpft habe? Wirklich, er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein Nichts. Wahrscheinlich nicht mal ein Mann. Wir überwachen alle Punkte. Uns kann nichts passieren, das weiß ich. Wo bin ich hier, Mann? Sie war mir eine Familie. Wie konntest du nur? Ich glaube, ich muss weinen. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles' Spur endet hier. Kannst du mich hören, Batman? Ich weiß, du kannst. Ja, ich bin es, Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Batman, ich bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum.
Ich passe auf Maria auf. Das verstehe ich. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht braucht... Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Paging ruf an Dr. Howard und Dr. Fein. Dr. Howard!
Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen, ist wie sich bei mir zu Hause meine Lieblingsfilme. Kein Tabak zu sehen. Gordon wurde in eine andere Richtung gebracht. Ich muss woanders suchen. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Au! Halt's Maul! Du dumme Kuh! Harley! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Such das ganze Medizingebäude ab! Ich meine das ernst! Auf jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer! Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück! Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben! Obwohl, das klingt lustig. Das mache ich auf jeden Fall. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Trage keinen Schreihals! Gesagt. Jemand muss darüber! Mann am Boden! Da liegt einer! Batman? Warten Sie hier, es ist noch nicht sicher. Hallo, ist ein Doktor anwesend? Nein, schade. Ich habe hier einen Haufen verwundeter Gebäudesmänner, die ärztliche Hilfe brauchen. Sie sind in Sicherheit.
Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen. Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Batman hat uns gerettet. Ich habe nie an seine Existenz geglaubt. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat uns gerettet. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Vorreiter. Dieser fiese Hurensohn ist Cash. Wie ist er zu dem Harten gekommen? Was ist los mit dir? Weißt du gar nichts? Cash hatte vor einer Weile eine Meinungsverschiedenheit mit Killer Croc. Croc kam frei und hat Cash Hand aufgefressen. Oh Mann! Wenn du ein Riesenmonster auf dich zurennen siehst, erschieße es. Oder du stehst als nächstes auf seinem Speiseplan. Unser Ziel ist, die Unterkünfte zu bewachen. Die Fledermaus! Die körperlich nicht den Herausforderungen. Das Projekt Titan macht uns zu einer Welt. Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Die Sache ist, dass Razor nicht rausgekommen ist. Er steckt da fest. Na, das wird ihm eine Lehre sein, herumzutrödeln. Lass keinen da raus. Auch nicht Razor. Er hat mich im Stich gelassen und das mag ich nicht. Ja, klar, Boss. Er hat uns sowieso nur aufgehalten. Er ist hier! Los, Batman! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Platz für Mr. Cash in die Hände. Er hat eine gebaut. Du musst uns helfen. Wenn du das Gas aus dem Raum lässt, könnten der Doc und ich hier raus. Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entfernen. Alle 3 Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Ich weiß nicht. Wir schließen ihn weg, er kommt raus und mehr Menschen sterben. Wenn ich nur eine Minute mit diesem Tier allein wäre. Das medizinische Personal braucht meine Hilfe. Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt... Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen hat.
nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Es tut mir leid. Denken Sie dran, ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu meiner Party kommen noch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sagen wir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das beste psychiatrische Beurteilungs- und Rehabilitationszentrum werden wird. Jeder kennt... Also das ist Dr. Young. Ja, die dürfte mich jederzeit behandeln. Nicht nur dich. Wieso will Joker sie noch mal leben? Keine Ahnung. Aber nach dem, was damals am Bahnhof passiert ist, mache ich genau, was er sagt. Ich auch. Bei Old Johnny Kay hat's auch keiner erwartet. Gut, dass ich nicht sauber machen musste. Er ist hier! Ich schlag dich grün und blau! Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu! Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Oh, bitte nicht! Nein! Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hierbleiben. Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Ich habe Plätze an der Ringseite! Harley bringt Futter mit! Ich kann die Ringseite verhaften! Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben wir...